Hallo, mein Name ist Wulf Bickenbach. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung im Zeppelin Lab und verantwortlich für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. In der aktuellen Situation haben viele reagiert oder reagieren müssen auf beispielsweise das Gebot größeren Abstands, das Arbeiten in verteilten Teams oder auch das virtuelle Arbeiten. Jetzt, denken wir, ist die Zeit gekommen, aber auch zu schauen, was erwächst da Positives draus, was kann man Gutes davon mit in die Zukunft nehmen. Wir haben da für uns einige Dinge identifiziert und deswegen starten wir jetzt eine kleine Videoserie, die wir Vorwärtsdenken nennen, wo wir diese Dinge mit euch teilen und zur Diskussion einladen möchten. Mein Thema heute ist das Abhalten von Meetings mit ganz großen Teams im virtuellen Raum, also große Online-Meetings. Ich stehe hier an einem Ort, wo wir uns normalerweise physisch treffen, zu unseren Townhall-Meetings. Das können mit unseren Stakeholdern zusammen schon mal 75 Leute sein. Das ist natürlich schwer, das online zu machen und abzubilden. Deswegen haben wir als allererste Regel für uns festgelegt, und das funktioniert gut, einen Moderator einzusetzen. Einen Moderator, der seine Rolle auch ernst nimmt. Das heißt, jemanden, der das Wort erteilt, sonst redet keiner, und jemand, der auch das Wort abschneidet, wenn zum Beispiel ein Timeslot nicht eingehalten wird. Dann haben wir festgestellt, dass die Chat-Funktion, die in vielen Video-Tools mit drin ist, Video-Meeting-Tools mit drin ist, sehr wertvoll ist, denn über die Chat-Funktion können Teilnehmer Fragen stellen, die dann natürlich gleichzeitig auch alle anderen Teilnehmer sehen und wo zum Beispiel doppelte Fragen vermieden werden oder wo der Moderator eine Art Speaker-List bekommt, die er abarbeiten kann. Des Weiteren, wenn die Meetings sehr groß werden, kann es auch Sinn machen, auf eine Einbahnstraßenkommunikation auszuweichen. Das heißt, man macht einen Videostream in eine Richtung, zum Beispiel mit YouTube oder Vimeo, und die Teilnehmer nutzen ein wirklich professionelles Online-Feedback-Tool wie zum Beispiel Slido, um moderiert ihre Fragen in die Diskussion mit einzubringen. Und vielleicht als kleiner Tipp am Rande, was wir auch festgestellt haben, in bestimmten Situationen hilft es, das Gesprochene zu visualisieren. Wir nutzen dazu ein Online-Whiteboard-Tool, wir nutzen Miro, sind auch sehr zufrieden mit und können das nur empfehlen. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommen wollt, kommentiert gerne unter diesem Video, schickt mir eine Direktnachricht auch gerne und ansonsten bleibt gesund.